Eine der großen Hollywood, der letzten großen Hollywood-Diven ist tot. Liz Taylor starb im Alter von 79 Jahren. Sie hatte die letzten Wochen mit Herzproblemen in einem Krankenhaus in Los Angeles verbracht. Liz Taylor war schon zu Lebzeiten eine Legende und galt als schönste Frau der Welt. Insgesamt drehte sie fast 50 Filme. Zweimal wurde sie mit dem Oscar geehrt. 2003 gab sie die Schauspielerei auf. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören Die Katze auf dem heißen Blechdach und Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Die Schauspielerin Elizabeth Taylor ist tot. Nach Angaben ihres Sprechers starb sie an Herzversagen in Los Angeles. Die zweifache Oscar-Preisträgerin drehte insgesamt mehr als 50 Filme. Sie war 8-mal verheiratet, davon gleich 2-mal mit Richard Burton. Die Hollywood-Diva hatte zuletzt mehrere Wochen wegen eines Herzfehlers im Krankenhaus verbracht. Taylor wurde 79 Jahre alt. Ihren 79. Geburtstag hat sie vor 3 Wochen noch im Krankenhaus gefeiert. Da hofften ihre Fans noch, es würde ihr bald besser gehen. Sie würde bald entlassen werden. Doch jetzt ist Liz Taylor nach langer Krankheit gestorben. Die zweifache Oscar-Gewinnerin wurde in London geboren. Doch schon bald zog es sie nach Hollywood. Cleopatra oder Die Katze auf dem heißen Blechdach. Mehr als 50 Filme hat die einst schönste Frau der Welt gedreht. Anne Brühl über ein Leben wie im Film. Sie war erst 10, als sie zum Star wurde in den Lassie-Filmen. Als Mädchen von nebenan begann sie ihre Karriere, getrieben vom Ehrgeiz der Eltern. Die Mutter war selbst Schauspielerin. Der endgültige Durchbruch gelang Taylor dann 1956 in Giganten an der Seite von James Dean. Die schönste Frau der Welt nannte man sie fortan. Eine, für deren Leben sich auch die Klatschpresse immer wieder interessierte. 8 Ehen lieferten im Laufe der Jahre genügend Stoff. In den frühen 60ern beim Dreh zu Cleopatra traf sie dann ihn, Richard Burton. Beide waren mit anderen Partnern verheiratet und konnten doch voneinander nicht lassen. Die erste Ehe hielt 10 Jahre, die zweite dann nicht mal mehr 1. Große Liebe, großes Drama, das die beiden auch immer wieder in gemeinsamen Filmen verkörperten. Für Wer hat Angst vor Virginia Woolf bekam Liz Taylor einen Oscar, ihren zweiten. Alkoholsucht, Essstörungen, schwere Krankheiten. Es gab immer wieder auch harte Zeiten im Leben der Liz Taylor. Nach ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft engagierte sie sich vor allem für AIDS-Projekte. Auslöser war ihre enge Verbundenheit mit Rock Hudson, ihrem alten Filmpartner, der an AIDS gestorben war. Ich habe aufgehört, als Schauspielerin zu arbeiten. Das erscheint mir inzwischen vollkommen unwichtig und irrelevant, wenn hunderte Millionen Leben auf dem Spiel stehen. Liz Taylor, mit ihr geht eine der ganz großen Hollywood-Diven. Zuletzt mied sie die Öffentlichkeit, schwere Herzbeschwerden brachten sie immer wieder in die Klinik. Eine tiefe Freundschaft verband sie mit Michael Jackson. Seine Beerdigung war einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte.